Hallo, herzlich willkommen zum Wort für jeden Tag. Heute begrüße ich euch aus unserem Wohnzimmer. Hier spiele ich gerne mit meiner Frau Silvia eine Runde Scrabble. Wir haben da so eine kleine Leidenschaft entwickelt. Manchmal, wenn wir nach einem vollen Tag nach Hause kommen, sagen wir, ach komm, wir spielen noch eine Runde Scrabble. Irgendwie tut uns das gut. Scrabble ist ja dieses Spiel mit den vielen Buchstabensteinen. Man zieht 7 Steine aus diesem Säckchen und dann schaut man, was man hat. Und dann muss man anfangen zu kombinieren. Für jeden Buchstaben gibt es eine bestimmte Punktzahl und dann legt man Wort für Wort und ja, irgendwie macht es uns Freude zu überlegen und zu gucken, welche Worte sprudeln so aus uns heraus. Zugegeben, die letzten Mal habe ich leider verloren, aber das wird sich auch wieder ändern. Derjenige, der einen guten Wortschatz hat, der ist natürlich im Vorteil. Ich möchte euch heute von einem Wortschatz der anderen Art erzählen. Also es geht auch um einen Schatz aus Wörtern. Ein Wortschatz in dem Sinne, dass Menschen etwas besitzen, etwas in sich haben, das aus guten Worten besteht. Ich bin immer beeindruckt, wenn ich ältere Menschen erlebe und sie mir davon erzählen, was sie alles damals im Konfirmandenunterricht haben auswendig lernen müssen. Ich war ja als Konfirmand immer total froh, dass ich wenig auswendig lernen musste. Die alten Menschen sagen, nein, wir haben da etwas auswendig gelernt und es ist jetzt immer noch da. Gerade in Zeiten, in denen uns die Worte fehlen, können wir darauf zurückgreifen. So ein Wortschatz, das ist schon etwas Tolles. Und ich habe mal von jemandem gehört, die hat immer, wenn sie ein Tagebuch angefangen hat, auf der ersten Seite ihren persönlichen Wortschatz geschrieben. Sie hat überlegt, welche Worte kommen mir in den Sinn, welche Worte haben mein Leben geprägt, welche Worte sind mir wichtig. Da waren dann ja Sätze aus der Literatur dabei, gute Zitate, auch Bibelworte. Ich fand diese Idee so spannend. Ich habe dann mir auch einmal einen Zettel genommen, habe mir Zeit genommen, habe überlegt, welche sind eigentlich die Bibelworte, die du in dir trägst? Also in deinem Herzen. Englisch auswendig lernen heißt ja to learn by heart. Und ich war erstaunt, als ich angefangen habe zu schreiben, was da alles ja, aus mir heraussprudelte. Welche Worte aus der Bibel sich dann doch ja, bei mir festgesetzt hatten. Als erstes kam mir natürlich mein Konfirmationsspruch in den Sinn. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Wie oft ja, habe ich an diese Kraft geglaubt und habe das gespürt, dass Gott mir diese Kraft auch wirklich gibt. Dann habe ich weitergeschrieben und mir kamen weitere Worte in den Sinn. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ja, wie viel Mut hat mir das gemacht, als ich mühselig und beladen war? Oder dieser Satz, ist Gott für mich, wer kann gegen mich sein? Gott auf der Seite zu wissen, egal, ja, was gerade passiert im Leben, was mich herausfordert, das hat mich oft getragen. Gottes Liebe, sie hört niemals auf, nichts kann uns trennen von ihr. Und so habe ich immer weitergeschrieben. Und ich war wirklich überrascht, wie viele gute Worte mir eingefallen sind. Und ich habe an diesen Worten gespürt, dass Gott durch sie mit mir spricht. Gott, ja, der hat etwas in mich hineingelegt. Und durch diese Worte konnte ich da immer wieder dran anknüpfen. Ich habe gespürt, dass das ein großer Wortschatz für mich und mein Leben ist. Und ich habe so gedacht, ja, es ist für uns Christen tatsächlich auch ein großer Schatz, dass Gott mit uns in Kontakt treten will, dass er mit uns sprechen möchte, eben durch solche Bibelworte, auch durch andere Menschen, durch Begebenheiten. Gott möchte in den Kontakt zu uns kommen. Und das tut mir gut, gerade auch in diesen Zeiten, in denen ja der Kontakt eingeschränkt ist. Gerade auch in den Zeiten, wenn ich mich frage, wie soll das weitergehen?
wenn wir irgendwie zwischen diesen Lockerungen stehen, die jetzt durch die Corona, die in dieser Corona-Zeit endlich wieder möglich sind, auf der anderen Seite aber auch sehen, da sind immer noch ja, die Gefahren der Pandemie dort. Und irgendwo müssen wir uns dazwischen verhalten. Wie gut, dass Gott weiter den Kontakt zu uns sucht. Und ich merke, wie gut es mir tut, wenn ich dann wiederum den Kontakt zu Gott suche und ihm das ja, ausspreche, was mir auf der Seele lastet. Es gibt aber auch die Momente, in denen fehlen mir die Worte. Und dann bin ich froh, wenn ich auf meine kleine Liste schaue oder auch einfach in mich hineinhöre und überlege, was ist mein Wortschatz? Welche Worte hat Gott in mich hineingelegt? Was macht mir Mut? Was gibt mir Kraft? Und da ist eine Menge. Vielleicht ist das auch etwas für euch, dass ihr euch mal überlegt, welche Worte, welchen Wortschatz habt ihr eigentlich in euch? Setzt euch einmal hin, nehmt euch Zeit und fangt an zu schreiben. Ich glaube, auch ihr werdet überrascht sein, was alles in euch steckt. Gott, er möchte in Kontakt mit uns bleiben. Und mit diesem Wortschatz, den er uns schenkt, gibt er uns Worte der Hoffnung, Worte des Glaubens mit auf den Weg. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt behütet. Tschüss.